Aber das sollte gar kein Problem sein. Wir laden einfach nochmal und versuchen unser Glück. Besiege die Angst und überlebe sie. Ja, wir werden es versuchen. So, sind wir wieder hier mit Räumlein. Gucken wir doch einmal schnell uns den Schlüssel an. Meine, hier muss man drücken. Genau. Wunderbar. Wunderbar. Da haben wir doch unseren Schlüssel. Das Siegel, das werden wir kurz hier reintun. Imi habe ich ja so ein bisschen im Blut, weil wir hinten den Kamin anmachen konnten und ja hier auf diesem Teil hier überhaupt nichts stand. Er ist mir gestern eingefallen, wie heißt es, dass man eventuell das übers Feuer halten muss? Kennt ihr das, wenn man so Geheimschrift hat? War hier nicht ein Typ? Oder ist er schon... Ja, wir laufen einfach an ihm vorbei. Ach, okay, wir können ihn verbrennen. Dann tun wir das doch. Ach, wir haben das Zeug gar nicht dabei. Moment, das müssen wir dann auch mal eben kurz einpacken. Aber genau, ihr kennt das ja vielleicht mit dieser Geheimschrift, irgendwie mit Zitronen. Wasser kann man, glaube ich, auf ein Blatt Papier was schreiben, das sieht man nicht. Und wenn man dann Feuer benutzt, dann müsste man sehen, ob da was drauf geschrieben ist. Warte, den Treibstoffkanister brauchen wir und das Feuerzeug. Ja, nehmen wir das mal alles mit. Dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Grillparty. Ah, es scheint. Ach, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, dann nehmen wir noch ein bisschen Sprit mit. Oh Mann, das fängt schon gut an. Oh Mann, das fängt echt schon gut an. Ja, ist noch ein bisschen Kerosin. Na ja, bitte auffüllen. Danke sehr. So, jetzt aber. Jetzt machen wir Grillparty. Jetzt haben wir alles dabei. Denke ich. Jetzt steht er auf. Okay, nein, er schläft noch wunderbar. Kümmern wir uns noch mal um unseren alten Freund. Wieder vorbei an der Ahnengalerie. Dann versuchen wir mal hier oben unser Glück. Genau. Komm, dann gehen wir mal kurz hier zu dem Kamin, machen den an und checken mal aus, ob das irgendwas nutzt. Zur Not fackeln wir das Teil einfach ab. So, die Pflanzen lassen wir mal da. Ja, ein leerer Kamin, genau. Dann nehmen wir noch unser Feuerzeug. Oh, herrlich warm. Können wir das direkt verwenden? Ach, wir können es verwenden. Was haben wir? Ach, wir haben das oben ins Bild reingelegt. Da ist eine Karte von der Villa vom ersten Obergeschoss. Mitnehmen. Okay, natürlich nehmen wir die gerne mit. Ach, cool. Jetzt haben wir die ganze Karte. Ja, cool. Das ist doch mal eine feine Sache. Okay. Aber wir müssen jetzt erstmal den Schlüssel holen. Und wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir im ersten Stockwerk dahin. Genau, übers Esszimmer. Und dann müssen wir da hoch bei den Rahmen ins zweite Obergeschoss. Und da sollten wir dann den Schlüssel doch bekommen. So gut. Das hat schon mal geklappt. Also das war nur dafür da, eine Karte zu bekommen. Gut. Das ist auch nicht schlecht. Aber ja, anscheinend ist es nicht wichtig gewesen. Nicht allzu wichtig. Okay, ich höre nichts. Ich dachte kurz, ich hätte hier irgendwas gehört. Safe, dann laufen wir hier lang. Ich glaube, unten müssen wir lang. Ja, hier, das war mit einem Rüstungsschlüssel die große Tür. Hier, keine Ahnung. Ach so, auch ein Rüstungssymbol. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Türen, die auf uns warten. Da hat man dann noch das Klavierzimmer. Und noch oben den Typen, wo dieser... Barry. Ach, das kennen wir schon. Wir machen das weg. Jill. Ja. Oh, sie haben Folgendes bekommen. Säuregeschoss. Ach. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Dankeschön. Ciao.
Letztes Mal hat er uns nichts gegeben, weil unser Inventar voll war. Okay. Also eigentlich ganz nett von dem Guten. Naja, wir müssen dann erstmal hier hin, oben ins Esszimmer. Da ist auch wieder unser guter Kollege. Den trainieren wir auch. Er wird später unser Sprintläufer. Er wird auf jeden Fall der schnellste Zombie auf dem ganzen Planeten. Ach, wo ist er denn? Er ist ja gar nicht hier. Okay, na gut. Vielleicht schläft er gerade. Oh, hier ist doch einer. Ach ja, hier ist ja einer von den Weiterentwickelten. Dann nehmen wir doch lieber die Waffe und machen ihn platt. Ist er schon tot, ganz bestimmt? Nein, er ist natürlich nicht tot. Jetzt aber, na komm. Wir verbrennen ihn einfach. Am besten ist, wenn man Flammen... Sie brauchen das jetzt nicht. Also lebt er noch oder was? Nein, komm. Verbrenn ihn bitte. Verbrenn ihn. Ja, sehr gut. Okay, vielleicht standen wir auch nicht richtig. Sehr gut. Da haben wir uns doch schon mal um den gekümmert. Es ist wirklich traurig, dass wir so wenig Gewehrmunition haben. Aber ich meine, hier müsste dann das für den Schlüssel gewesen sein. Ja, okay, super. Also langsam laufe ich hier nicht mehr ganz so verwirrt durch die Gegend. Aber es ist wirklich katastrophal gebaut. Oder mein Orientierungssinn ist einfach so schlecht. Wir checken einmal. Wir haben die Imitation dabei. Wir können den Schlüssel nicht aufheben. Ach, Leute, wieso musste uns Barry diese bescheuerten Säuregeschosse geben? Ist zwar sehr nett von ihm, aber toll. Ja, ganz toll. Super. Ja, und Sprit haben wir auch keinen mehr. Dann kommen wir eigentlich wieder zurück. Machen dann einmal die Taschen frei. Oh Mann. Das ist doch fies. Dann gehen wir wieder denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Ja, genau. Aber wirklich, diese Ecken ab und zu sind mega fies. Jetzt ist er da. Ein guter Freund. Ich glaube, den lassen wir einfach am Leben. Vor dem müssen wir einfach... Unser ganzes Leben lang werden wir vor ihm einfach flüchten. Und wie gesagt, er wird dann der Ausdauersportler. Der eine, der die Türen aufmachen kann, er wird der Erste sein, der Werkzeug benutzt. Ich glaube hier, genau. Ach ja, die erste Tür war's. Wieder an der Ahnengalerie vorbei. Oh Mann. Aber schön, jetzt haben wir ein paar Bereiche im Haus, die schon mal safe sind. Das ist echt eine feine Sache, dass wir das mit dem Brennen noch herausgefunden haben. Also dieser Zettel auf dem Boden, ey. Also wirklich, wenn der nicht blinkt, dann... Ja, scheiße. Aber gut, wieso sollte ein Zettel auch blinken? Okay, wir haben noch Kerosin. Stand da eben, dass das leer ist. Es ist nur noch wenig Kerosin übrig, aber ihr Kanister ist bereits voll. Ach, in Ordnung. Schlüsselimitation, die benötigen wir. Das tun wir mal hier hin. Es ist echt wirklich wenig Platz, was wir haben. Das Gewehr würde ich ganz gerne einmal vollladen. No, haben wir das auch erledigt.
Vielleicht findet man ja später was, was ein bisschen mehr Platz gibt, irgendwie so eine Tasche oder so. Weiß nicht, ob wir das Farbband... Vielleicht sollten wir darauf auch verzichten, das müssen wir eigentlich auch nicht mitnehmen. Ja. Munition für die Pistole, die gibt's ja noch. Da, wo die Hunde immer aus den Fenstern gekommen sind, da liegt ein Magazin. Ah, das ist wirklich so die Sache, das hat mich ein bisschen genervt, als ich es mitbekommen habe, dass man die Zombies abfackeln muss oder einen Kopfschuss eben hinbekommt. Vielleicht ist auch dieser Dolch im Kopf auch schon genug, das weiß ich jetzt nicht. Das hat mich ein bisschen abgefuckt, weil wir haben wahnsinnig viel Munition auf die Viecher verballert. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nicht ein Fehler ist, den, ja, den wir vielleicht nicht mehr wettmachen können. Ja, bin ich mal gespannt. Aber mit der Pistole haben wir so einen Zombie, der irgendwie sich weiterentwickelt hat, noch nicht platt bekommen. Es musste immer das Gewehr hinhalten. Und ja, das ist ein bisschen scheiße. Wir haben noch insgesamt 9 Schuss. Das ist auf jeden Fall, ja, ein bisschen schwer wird das. Aber naja, also wir können sozusagen 4 Stück von den... Wo kommt er lang? Ah, okay. Harry. Jo, lauf, lauf. Er ist schneller geworden. ja, hat er sich ein anderes Hemd angezogen? Und guck mal, wie ordentlich seine Haare sind. Er ist ein guter Zombie. Oh. Ciao, Harry. Bis später. oh, Mann. oh, Mann, oh, Mann. Die ganze Zeit, was Barry überhaupt die ganze Zeit macht. Okay, er hat uns jetzt diese Geschosse gegeben. Aber was macht der? Was macht der im Haus? Vor allem, er hat noch überhaupt nichts gesagt, außer, dass wir einen Fluchtweg suchen sollen. So, kommt, dann schnappen wir uns den Schlüssel. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Selbstverständlich werden wir den finden. Ja, wir können auch schon den Frieden... als Lebender finden, das geht auch. Da muss man nicht tot für sein. Dann nehmen wir die Imitation, verwenden die. Wunderbar. Weiß nicht, ob wir den auch prüfen müssen. Zack, eine Rüstung ist davon eingraviert. So, hinten die Tür, da brauchte man einen Helm für. Also einen Helmschlüssel. Also wir haben noch Sprit dabei. Da würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir die Runde hier weiterlaufen sollen. Weil, okay, wenn wir da weitergehen, dann kommen wir in den Gang, wo die Raben waren. Und dann sind wir auch im Erdgeschoss wieder. Ich denke, wir bleiben im ersten Geschoss und gehen wieder zurück in die Haupthalle. Ja, machen wir das. Also hier weiß ich gar nicht mehr genau, was das war. Wo führte das hin? Ach so, jetzt weiß ich, wo das hinführt. Da sind aber 2 Zombies, die beide sehr gefährlich waren. Aber wir können ja einmal testen, ob man in das Gebäude kommt. Mal gucken, da ist ja ein Raum, der fehlt. Vielleicht kommen wir ja da ran, ohne dass der Zombie an uns rankommt. Ja, die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol, okay. Okay, ein Helmsymbol, okay. Dann werden wir wohl den Helmschlüssel auch als nächstes finden. Ich glaube, das ist, ja, wir hatten, ich denke, nur noch der Helmschlüssel fehlt uns. Einmal kurz checken. Das ist, also hier links waren wir auch noch nicht. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, also muss man davon woanders reinkommen. Wahrscheinlich über diesen großen Raum, der da, ja, sozusagen links von uns ist. Wer weiß, wie man da reinkommt. Mal gucken, werden wir auch noch herausfinden.
Oh, ich vergesse das zu oft, Alter. Ich vergesse das zu oft. Ich bin eben so zusammengezockt, Alter. Wow, Alter. Mein Gott, Harry. Mensch. Dabei hat er sich so schick rausgeputzt. Wie viel Platz haben wir? Weil wir haben ja... Ja, wir können auf jeden Fall hier einmal rüber zu unserem Kollegen. Und dann holen wir doch diese eine Knarre. Ich glaube, das war ein Granatwerfer. Ach, und hier ist auch Munition. Sehr schön. Ja, der Tisch ist aus Glas. Ja. Ah, okay, jetzt haben wir es. Sehr schön. Ja gut, die Szenerie kennen wir schon. Er ist mir die Zähne von unserem guten Freund geprüft. Warte, was ist das? Ein Granatwerfer. Prüfen wir doch mal einen Granatwerfer. Steht hier noch was? Die Granaten sind bereits geladen. Okay. Ich denke, den benötigen wir für irgendwas. Ja, okay, nee, da hinten waren ja nur... wir lassen ihn da mal liegen. Da hinten waren ja nur zwei Pflanzen. Weil ich würde sagen, wir machen ihn ein bisschen später kalt. Ich denke, der wird uns nicht weglaufen. Ich denke, wir müssen ihn platt machen. Weil er irgendwie was Besonderes haben wird. So, wir haben noch einen Platz, okay. Wir können auf jeden Fall dann dieses Notenblatt können wir holen. Ja. Dann können wir da unten auch den Zombie vielleicht platt machen oder wir versuchen an ihm vorbeizulaufen. Mal sehen, wie es ausschaut. Also Notenblatt, meine hier im Erdgeschoss. Das war so dieser erste Flur, wo wir unseren ersten Zombie gesehen haben. Also, er müsste auch der erste Zombie sein, oder? Das ist ein neuer. Aber da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Wir haben auch recht wenig Infos bisher hier im Haus gefunden zu dieser Situation hier im Haus. So, hier müsste er eigentlich sein. Ja, da liegt er. Wir laufen einfach an ihm vorbei. Okay, es funktioniert. Jetzt irgendwo hier links. Ja, sehr gut. Ah, oh, ich dachte schon. Oh Mann. Okay, das haben wir geschafft. Das Haus ist wirklich wunderschön. Ja, aber es gibt hier sehr viele Bilder im Haus von dem Haus. Haben wir zwei Plätze frei? Nee. Also nehmen wir nur das Notenblatt mit. Ich meine, das war hier. Also die Tinte können wir ein andermal mitnehmen. Ja, was wir mit dem Notenblatt machen müssen, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir es auch einfach irgendwie am Kamin verwenden. Wir gucken uns das noch einmal an, dann haben wir es schon mal geprüft. Machen wir es auch offen. Kann jemand von euch Noten lesen? Fehlt da wirklich was? Nur der Anfang und das Ende der Musik fehlen. Oder sind da? Ich glaube, sind da. Die Mitte fehlt sozusagen. Ich meine, hier war nur noch diese Ink. Leider kein Zombie-Barkeeper. Obwohl ich den hier echt erwartet hätte. Es wäre einfach zu cool gewesen, wenn wir einen Zombie-Barkeeper gehabt hätten. Schön im Anzug oder so. Es hätte schon Style gehabt. So, dann müssen wir wieder hier an unseren guten Freund vorbeilaufen. Nee, komm, wir töten ihn. Dann töten wir ihn. Wir machen ihn platt. Dann haben wir ihn auch weg. Oh nein, jetzt hast du einen Schuss verballert. Und jetzt ist er bestimmt noch nicht tot, oder? Oder doch, okay. Sehr schön. Ah, traurig. Traurig, dass der Schuss flöten gegangen ist. Wirklich traurig. Hier die Tür, ich glaube, die war von der anderen Seite verschlossen, oder? Ja, genau.
Mal auf die Karte gucken. Ja, okay, da ganz oben ist eine Tür. Da können wir wohl noch durch. Da kann ich mich jetzt spontan nicht dran erinnern, wo das genau war. Also doch, mir fällt ein, wo das war, aber ja, doch, doch, okay, doch, doch, das fällt mir, ist mir eingefallen. Da waren wir auch schon mal. Genau. Was wir da gefunden haben, weiß ich nicht genau. Ich meine, da lag aber ein toter Zombie rum. So. Dann haben wir das schon mal geklärt. Ja, wir bringen, denke ich, erstmal die Sachen. Wir gehen wieder zurück in den sicheren Raum. Oder vielleicht gehen wir auch in den Raum da oben links, da wo wir die Schreibmaschine haben. Da müssten wir, glaube ich, als nächstes hin. Weil die Tür, die könnten wir vielleicht mit unserem Schlüssel öffnen. Und da war auch nur ein Zombie. Wir können da auch speichern und die Kiste leer machen. Also die Kiste befüllen und uns was rausnehmen. Also da muss man ja irgendwie übers erste Stockwerk hochkommen. Ach so, da ist die Treppe. Ja, okay, dann machen wir doch das. Vielleicht sparen wir uns dann einen Weg. Ja, und wieder zu unserem Zombie-Harald. Diesmal erwarte ich ihn. Jetzt kann ich mich nicht erschrecken. Alle Scans entspannt, jetzt habe ich keine Angst mehr. Kommt er? Ja, er kommt schon. Wunderbar. Ja, sehr gut. Nicht, dass er jetzt so intelligent ist und die Seiten gewechselt hat. Das wäre sehr fies. Okay, er hat es nicht gecheckt. Okay. Ist das jetzt richtig? Ja, okay. Also hier muss die Tür irgendwann kommen. Wow. Ist das hier die Tür? Ja, okay. Warte. Ach so. Da muss man hier die Treppe benutzen. Ach so. Ja, komm, wir versuchen es. Oh mein Gott, zum Glück, sie sind noch nicht so weit entwickelt, dass sie Treppen nach unten gehen können. Okay, das ist gut zu wissen. Aber den Typen draußen, wir resetten das einmal, nicht, dass sie doch nach unten kommen können. Und dann verbrennen wir den vor unserer Hütte. Das geht ja gar nicht. Wie sollen wir hier im Raum eine Nacht schlafen? Mit einem Zombie direkt vor der Tür. Nicht, dass er derjenige ist, der die Türen aufmachen kann. Oh, hier kommt doch einer auf uns zugelaufen. Oh. Verdammt. Verdammt, ey. Oh. Oh Mann. Sie können doch Treppen nach unten laufen. Okay. Sie haben sich schon weiterentwickelt. So, den Granatwerfer tun wir da mal rein. Die Musik lassen wir aber auch da rein. Vielleicht finden wir ja noch was, was wir sozusagen zur fehlenden Musik hinzufügen können. Ja, das Gewehr sollten wir mit den letzten paar Schüssen beladen. Dann tun wir das doch mal. Kann man hier speichern? Ja, sehr gut. Dann tun. Ach, warte, da ist doch ein Zettel an der Wand. Kann man den Zettel lesen? Nee. Okay. Wir speichern mal. Machen wir doch wieder unseren Tagebucheintrag. Heute war ein wirklich sehr schöner Tag. Wir haben drei Zombies gekillt und Harald kennengelernt. Harald ist wirklich sehr nett. So Leute, ich hoffe doch, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also dann macht's gut, ciao.